Sehr geehrter Herr Semmler, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine besondere Woche für den medizinischen Fortschritt in Deutschland. Wir haben eine sehr wichtige Woche, weil zum einen dieses heutige Genom.de-Symposium ist der Startschuss für eine Genomforschung, die wir in Deutschland lange gebraucht haben, die wir jetzt ermöglichen. Es ist aber auch gleichzeitig die Woche, in der wir das Medizinforschungsgesetz heute Nachmittag im Deutschen Bundestag beschließen werden. Das sind wichtige Daten aus meiner Sicht. Weshalb ist das wichtig? Wir haben hier einen großen medizinischen Bedarf, den wir derzeit nicht decken können. Ohne mehr Genomforschung, ohne mehr Genomnutzung in der Versorgung, ohne mehr Medizinforschung, ohne die bessere Nutzung künstlicher Intelligenz, wird es uns einfach nicht gelingen, diese großen Lücken zu schließen, die wir derzeit haben. Und diese Lücken betreffen zum Beispiel die Krebsbehandlung. 25% der Menschen versterben in Deutschland an Krebs. Wir haben keine Heilung für diese Menschen jetzt anzubieten. Die meisten Demenzerkrankungen sind zum jetzigen Zeitpunkt verzögerbar, aber nicht heilbar. Wir haben für Parkinson keine wirklich durchschlagende Behandlung. Das Gleiche gilt für Multiple Sklerose, für amyotrophische Lateralsklerose, viele andere neurodegenerative Erkrankungen. Und dann kommen natürlich die vielen seltenen Erkrankungen dazu, die wir zum Teil noch nicht einmal richtig verstehen. Das heißt, für all diese Herausforderungen haben wir keine Lösung. Wir sind aber am Vorabend einer Revolution in der Medizin. Und diese Revolution in der Medizin wird durch zwei wesentliche Achsen getragen, wo der Fortschritt hineinkommt. Die eine Achse ist im Prinzip die bessere Nutzung genetischer Daten und die zweite Achse ist die Nutzung der künstlichen Intelligenz. Und diese Achsen, die werden in den nächsten Jahren zunehmend kreuzen und dort, wo diese Achsen kreuzen, wird der medizinische Fortschritt sein. Der Film hat es gezeigt, alles Einzelschicksale. Und wir sind in Deutschland tatsächlich auch bisher nicht wirklich erfolgreich gewesen, diese Einzelschicksale gut zu behandeln. Wir haben in Deutschland tatsächlich wenige spezialisierte Zentren für viele dieser Erkrankungen. Und wir haben die Sondersituation, dass nur ein kleiner Teil der Patienten, die dort behandelt werden könnten, dort auch behandelt werden. Wir haben im Prinzip den Luxus, eine spezialisierte Medizin vorzuhalten, sie aber nicht ausreichend zu nutzen, weil wir viele Patienten dort behandeln, wo sie lokal eigentlich nicht behandelt werden sollten. Das ist auch ein wichtiges Thema. Das Thema gehen wir an mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Das will ich aber hier nicht vortragen. Aber es ist ganz klar, dass wir selbst hinter dem zurückbleiben, was jetzt schon möglich wäre, weil wir die Zentralisierung aufgebaut haben, sie aber nicht ausreichend nutzen. Ich möchte Ihnen zunächst einmal meinen Dank aussprechen, dass wir heute startklar sind. Sie haben Pionierarbeit, Leuchtturmarbeit geliefert. Zunächst einmal ist hier zu nennen das Deutsche Netzwerk für personalisierte Medizin, was sich hier eingebracht hat und welches ich ja seit Jahren also nicht nur bewundere, sondern auch unterstütze. Dann eben das Translate-NAMSE-Projekt für eine strukturierte Versorgung mit Exom-Sequenzierungen bei seltenen Erkrankungen. Unfassbar wichtig, dass wir das ans Netz gebracht haben. Dann das Nationale Netzwerk für genomische Medizin, das Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs zum Beispiel und das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Hier könnte ich auch viele einzelne Arbeitsgruppen, zum Beispiel die Arbeitsgruppe der Universität Köln bei der genetischen Erforschung und Versorgung von Lungenkrebs nennen, die Arbeitsgruppe Brustkrebs, die also in der Uni Bonn gegründet worden ist und jetzt das ganze Rheinland mitversorgt. Also viele Einzelgruppen könnte ich nennen, die ich auch persönlich kenne, aber wir müssen das zusammenbringen. Wir haben nach wie vor das große Problem, dass wir nur in selektiv Verträgen mit einzelnen Krankenkassen zu einer Finanzierung dieser Versorgung kommen. Und zum Zweiten, die Daten, die generiert werden, sind zu einem großen Teil nicht interoperabel. Diese beiden Megaprobleme müssen wir lösen. Es kann nicht dem Zufall eines Selektivvertrags zu verdanken sein, ob jemand die Versorgung bekommt oder nicht. Da brauchen wir ein Regelwerk. Auch unter Kosten-Nutzen-Aspekten betrachtet durchaus keine Geldverschwendung, aber wir brauchen ein Regelwerk,
was hier strukturiert die Bevölkerung versorgt. Und die Daten, die dann gewonnen werden, die dürfen nicht verloren gehen, nur weil sie nicht interoperabel sind. Das ist also, sind zwei große Probleme, an denen wir arbeiten müssen. Wir haben, wie gesagt, Leuchttürme, und was jetzt vor uns liegt, ist die Aufgabe, Schiffsrouten zwischen diesen Leuchttürmen zu bauen und darüber hinaus sichere Hafen zu, sichere Häfen zu schaffen, wo dann die Versorgung stattfinden kann. Das alles ist langsam angelaufen, muss man sagen. Man muss bedenken, dass die also Entschlüsselung des Genguts mit dem Human Genome Project jetzt mehr als 20 Jahre zurückliegt. Aber in den letzten Monaten und Jahren ist sehr viel passiert. Die Gensequenzierung ist unfassbar viel besser und billiger geworden. Sie ist kommerzialisiert worden in einer guten Art und Weise, dass sie so gemacht werden kann, dass gute Qualität erreicht werden kann durch Standardverfahren, die sehr preiswert sind im Vergleich zu dem, was wir hinter uns haben. Wir haben vor 5 Jahren die Strategie Genom.de ins Leben gerufen. Ich habe mich dieser Strategie, an der ich damals also mitbeteiligt gewesen bin, sofort als Minister angenommen. Ich glaube, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Durch das One Million Genomes Initiative Projekt, an dem wir auch beteiligt sind, werden wir Genomsequenzierung über Modellvorhaben hinweg führen. Und wir werden uns konzentrieren auf die beiden Bereiche, die ich eben schon angesprochen habe, die eine besondere Bedeutung auch in Ihrem Film hatten, die Krebserkrankungen und die seltenen Erkrankungen. Die Modellvorhaben vernetzen die nationalen Strukturen, die wir haben, und wir werden zunehmend weitere Universitätsstandorte an dieses Netz anschließen. Das ist ungemein wichtig. Wir brauchen hier ein Netzwerk der deutschen Universitätsmedizin, so wie wir es mit dem NUM-Netzwerk in anderen Zusammenhängen schon geschaffen haben. Wir haben universitäre Spitzenzentren, aber im Prinzip muss diese Versorgung in fast allen Universitäten angeboten werden. Nur so können wir flächendeckend die Versorgung darstellen. Was wir machen werden als Bund, wir werden die Genomrechenzentren und die klinischen Datenknoten als notwendige Infrastruktur finanzieren und durch unsere beiden Bundesinstitute, also das BfArM und das RKI, werden wir Vertrauensstellen schaffen, sodass diese wichtigen Daten auch in einer Art und Weise ausgewertet und zusammengeführt werden können, wie das notwendig ist. Langfristig wird das also über Modellvorhaben einzelner Krankenkassen hinausgehen. Wir haben hier folgende gesetzliche Grundlage mitzudenken. Wir haben das Gesundheitsdatennutzungsgesetz von Anfang an so konzipiert, dass Genomforschung, aber auch personalisierte Medizin mitgedacht worden sind. Wie muss man sich das vorstellen? Die Lage ist wie folgt zu beschreiben. Wir werden durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz in einer Situation kommen, wo wir die Daten aus der elektronischen Patientenakte, die Abrechnungsdaten der Krankenkassen, die Studiendaten einzelner Studien, auch gerne klinischer Studien, die Krankenhausdaten, die Daten aus den Praxen und aus den, also aus den Apotheken, aus den Rechenzentren der Apotheken und darüber hinaus die Genomdaten und die Registerdaten zusammenführen können. Diese Daten werden alle interoperabel sein. Das wird durch die Nachfolgeorganisation der Gematik gesichert. Und dann werden die Daten gesammelt im, also im Forschungsdatenzentrum des BfArMs und werden aufgearbeitet in einer Art und Weise, dass die Daten dann so verschlüsselt werden, dass eine Gesamtauswertung mit dem Verfahren des Confidential Computings ermöglicht wird. Weshalb ist das wichtig? Das erlaubt es zum einen, diesen Datensatz, diesen riesigen Datensatz so aufzubauen und auszuwerten, dass daraus direkt Forschung gewonnen werden kann, also zum Beispiel epidemiologische Forschung. Wenn ich all diese Daten in Korrelation setze und analytisch auswerte, bin ich schnell an der Ebene angekommen, wo die klassische Regressionsanalyse oder Fortsetzung derselbigen nicht mehr hilft. Dort sind es Verfahren der künstlichen Intelligenz, die hier noch Muster erkennen können, die wir sonst quantitativ nicht abbilden können. Also die Forschung mit diesem Datensatz selbst, mit künstlicher Intelligenz, wird möglich. Man kann aber auch dann künstliche Intelligenz nutzen, um Hypothesen zu testen und Studien aufzulegen. Und man kann die künstliche Intelligenz nutzen,
um Empfehlungen für eine personalisierte Medizin zu geben. Somit mit diesem Datenschatz, der durch das FDZ ermöglicht wird, ermöglichen wir Grundlagenforschung, dann eben die Organisation und Durchführung von klinischen Studien und auch die personalisierte Medizin. Das ist ein Durchbruch, der ist großartig. Aus meiner Sicht wird das also zu Recht international sehr beachtet. Deshalb ist das so, weil dieser Datensatz einschließlich der Gendaten, die wir jetzt durch die Sequenzierung gewinnen, weltweit einzigartig ist. Wir haben Datensätze dieser Art in kleineren Ländern, zum Beispiel in Israel. Mit Israel kooperieren wir sehr eng. Wir haben aber keine großen Länder, wie beispielsweise Indien, China oder die Vereinigten Staaten, die einen solchen Datensatz aufbauen könnten, weil unser Datensatz ist generalisierbar. Die Menschen, die dort in den Datensatz hineingespendet haben, ihre Daten hineingespendet haben, sind repräsentativ. Der Datensatz ist sehr groß und er ist umfassend, weil er umfasst quasi Gendaten bis hin zu Abrechnungsdaten, alle klinischen Daten, Befunddaten, das heißt ein so umfassender Datensatz in dieser Größenordnung und so kuratiert ist weltweit wahrscheinlich einzigartig. Daran sind auch viele internationale Unternehmungen interessiert. Das ist einer der Gründe, weshalb in Deutschland jetzt also auch viel investiert wird von der pharmazeutischen Industrie. Wir haben aber auch hier ein großes Interesse durch also Unternehmungen, die in der künstlichen Intelligenz unterwegs sind. Und wir werden diesen Datensatz so nutzen, dass die Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist, weil dieses Confidential Computing erlaubt dann die Nutzung pseudonymisierter Daten, sodass Daten zusammengeführt werden können, aber sie können nicht zurückgeführt werden zu den Patienten, die diese Daten gespendet haben. Das ist das System hier, also arbeiten wir sehr intensiv aus, da gehen wir kein Risiko ein, aber es ist ein einmaliger Datensatz, den Sie mit Ihren also mit Ihrer Forschung unterstützen, aber auch nutzen können. Wir werden hier auch noch eine zweite Entwicklung sehen, an der wir auch beteiligt sein werden. Das ist also eine Entwicklung, die eigentlich diese Achsen betrifft, künstliche Intelligenz und also Gendatenanalyse, wo die Achsen sich treffen. Wo treffen sich diese Achsen? Diese Achsen treffen sich, wenn man bedenkt, dass im Prinzip also die Sprache der, also des genetischen Codes, die Sprache der daraus resultierenden Proteine und die Sprache der damit einhergehenden Funktionen, das sind im Prinzip drei unterschiedliche Sprachen. Und wir verstehen bisher nur sehr wenig, wie diese Sprachen sich ineinander übersetzen. Dort machen wir aber mit KI enorme Fortschritte. Uns ist es jetzt gelungen, also der Weltgemeinschaft der Forschung ist es gelungen, aus der Sprache der genetischen Codes zunächst einmal Proteinstrukturen vorherzusagen und umgekehrt. Das ist mit AlphaFold gelungen und das gelingt jetzt zunehmend auch in der dynamischen also Dimension. Das heißt, dass die Veränderung der Proteine in ihrer Funktion mit vorhergesagt werden kann durch Systeme wie AlphaFold 2 oder andere Systeme. Aber die Sprache darüber zur Funktion hin, die ist noch nicht da. Und es gibt jetzt zunehmend die Hoffnung und es gibt eigentlich keinen theoretischen Grund, weshalb es anders sein könnte. Die Hoffnung, dass man diese drei Sprachen miteinander verknüpft. Erste, große Sprachmodelle, die nur das, aber das dann sehr spezialisiert können sollen, werden derzeit entwickelt. Zum Beispiel das ESM3-Projekt der University of California, Berkeley und einiger also kommerzieller Partner. Dort wird gezielt der Versuch unternommen, also Code, Struktur der Proteine und Funktion der Proteine vorherzusagen und das auch in einer Art und Weise, dass ich im Prinzip Evolution simulieren kann. Also die Proteine haben sich ja in diesem Korridor über die Evolution weiterentwickelt, machen das auch jetzt. Und diese Evolution werden wir irgendwann simulieren können. Somit ist das eine Herausforderung, aber auch eine fantastische Zeit, eine Zeit, die jetzt anbricht, wo Sie alle einen großen Beitrag leisten können. Ich glaube, dass ein Symposium wie das heute zu Recht gesehen werden kann als ein wichtiger Startschuss. Wir sind in guten Wochen. Ich habe schon das Medizinforschungsgesetz erwähnt, was medizinische Forschung, klinische Studien,
deutlich beschleunigen wird. Ich habe das Gesundheitsdatennutzungsgesetz genannt. Ich habe das Gesundheitsdatenagenturgesetz angedeutet, wo wir die Gematik weiterentwickeln werden, um diese Prozesse, die wir jetzt als Ministerium anstoßen, auch ein Stück weit verselbstständigen wollen. Ihre Initiativen, die gemeinsamen Projekte, die wir machen, der Ausbau des Erreichten in die klassische Routineversorgung der Unikliniken und auch hier zu erwähnen, nur ich will es nicht ausführen, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, womit wir es erreichen werden, dass mehr Patienten, die von einer personalisierten Medizin profitieren könnten, das auch tun. Es ist bestürzend, aber wahr, dass zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel 40% der Patienten, die an einer Krebserkrankung leiden, nicht in Kliniken behandelt werden, wo die Versorgung eigentlich optimal wäre. Obwohl wir diese Kapazitäten haben und auch unterhalten, werden sie viel zu wenig genutzt. Das gilt für viele andere seltene Erkrankungen erst recht. Somit sind wir in einer Phase, wo durch Ihre Initiativen, durch das Medizinforschungsgesetz, durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das Digitalagenturgesetz, also das Gesetz, was die EPA für alle eingeführt hat, und die Krankenhausgesetze, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz und das Krankenhaustransparenzgesetz, wo wir den Rahmen aufbauen mit diesen Gesetzen, damit Ihre Arbeit leichter wird. Aber unsere Gesetze können Ihre Arbeit nicht ersetzen. Somit ist es großartig, dass Sie diesen Kongress haben. Ich verfolge Ihre Arbeit in der leider im Moment sehr knappen Freizeit sehr genau. Ich interessiere mich für Ihre Themen sehr, das können Sie mir glauben. Ich freue mich auch im Übrigen über jede Publikation, die aus deutscher Quelle kommt, muss ich sagen, und ich hoffe, dass es mehr werden. Ich danke Ihnen, dass Sie das hier machen. Ich werde mir von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über den Verlauf dieses Kongresses im Detail berichten lassen und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre vorzügliche Aufmerksamkeit und Glück auf.